Im zweiten Teil der ersten Übung geht es um die Beschriftung. Es fehlen noch hier die Raumstempel. Und die Beschriftung ist prinzipiell eigentlich einfacher als die Bemaßung. Wenn Sie da mal reinschauen, hier haben wir die Beschriftungspalette und ich gehe hier mal in die Einstellung für die Beschriftung. Na, hier sehen wir den Textstil oder den Beschriftungsstil. Dann sehen Sie, da kann man eigentlich gar nicht so viel einstellen. Außer der Schriftart, dann kann man ja eigentlich nur Fett und Kursiv einstellen. Sie können sagen, ob das eine Beschriftung ist, bis irritierend Beschriftung heißt, dass sich das maßstabmäßig anpasst. Ja, das waren die Sachen hier unten. Das ist dann interessant, wenn Sie im Modellbereich bemaßen. Wie gesagt, ich will das Thema hier ein bisschen ausblenden, weil die Sache etwas komplizierter macht und dadurch unser Zeitrahmen gesprengt wird für die fünfte Lektion. Sie können die Höhe hier vordefinieren, wobei das wenig Sinn macht. Und Sie können sagen, ob es auf den Kopf ist oder rückwärts, je nachdem. Sie sehen, das ist wesentlich weniger einzustellen, als es bei einer Bemaßung ist. Es geht ja letztlich nur um Text. Sie sehen hier, haben wir in dieser AutoCAD-Datei momentan drei Beschriftungsstile, oder vier eigentlich, also auch den Beschriftungstext und dann diesen hier und diesen. Vielleicht ist nochmal interessant zu erwähnen, weil ich das ja gerade sehe, im AutoCAD wird unterschieden zwischen den sogenannten True Type, dieses TT, Schriftarten, die Sie auch von Word kennen oder von anderen Microsoft-Programmen. Und es gibt allerdings noch spezifische AutoCAD-Schriftarten. Das sind diese hier, die kommt mit AutoCAD mit und das sind so vektorisierte Schriftarten. Ja, die können Sie theoretisch sogar sprengen, das sind quasi Linienobjekte. Und die sind noch historisch sind die so mitgekommen, weil früher gab es im AutoCAD, wo ich noch AutoCAD angefangen habe, das war AutoCAD 2012, da gab es nur diese Schriftarten. Und es wurde dann auch später, wurde auch dann mit einem Schriftplotter quasi ausgedruckt. Und da war Schrift eigentlich nichts anderes als ja Linien. Und wenn man jetzt zum Beispiel eine, wie sagt man, wie nennt man das, Normschrift erzeugen will, dann ist diese Schriftart gar nicht so schlecht. Dafür kann man die noch ganz gut verwenden. Oder wenn Sie meinetwegen die Möglichkeit haben wollen, das später zu sprengen oder so. Das sind quasi AutoCAD-eigene Schriftarten. Wenn Sie natürlich das Ganze jetzt konform haben wollen mit anderen Windows-Dokumenten, wie zum Beispiel Word-Dokumenten und so weiter, dann können Sie natürlich auch hier die TrueType-Schriftarten verwenden. Okay, so viel erstmal dazu. Bevor wir jetzt meine Schrift hier erzeugen oder ablegen auf unserem Plan, werden wir noch den entsprechenden Layer-Status einstellen. Dazu wechsle ich in den Modellbereich. Gehe also wieder auf Start und gehe auf Layer-Status Beschriftung. Ja, also auch hier hat er wieder entsprechende Layer an- und ausgeschaltet, die jetzt nicht benötigt werden oder die Sache ein bisschen erschweren. Und ich habe jetzt hier den Layer LA Text, das heißt Layout Text, ist jetzt aktiv. Er hat mir jetzt hier die Raumbegrenzungslinien mit dargestellt, weil die werde ich dann später brauchen, um die Fläche zu ermitteln oder den Umfang. Ich wechsle jetzt wieder in den Planbereich und mache jetzt mal meine Beschriftung. Wir unterscheiden prinzipiell zwei Textarten oder Beschriftungsarten. Das sehen Sie hier. Das ist einmal der mehrzeilige Text oder der einzeilige Text. Wenn Sie nur eine Zeile haben wollen, wie der Name schon sagt, dann nimmt man den einzeiligen Text. Der ist ein bisschen älter als der mehrzeilige Text und er kommt auch in der Befehlszeile ein bisschen anders daher als der mehrzeilige Text. Nichtsdestotrotz sind beide gleich zu verwenden. Wenn jedoch, allerdings sind die Formatierungseinstellungen beim einzeiligen Text ein bisschen anders. Jetzt werde ich mal kurz demonstrieren. Ich gehe jetzt hier auf einzeiligen Text. Jetzt will er wissen, wo das hin soll. Dann sage ich, ja, es soll meinetwegen hier oben hin. Jetzt der Punkt gesetzt. Jetzt will er die Texthöhe wissen. Dann sage ich, okay, das ist 7. Das übernimmt er ja automatisch, aber ich kann es ja noch ändern. Genauso den Textstil hat er automatisch übernommen. Hätte ich ja auch ändern können. Ich tue das jetzt nochmal bestätigen mit Enter. Jetzt will den Drehwinkel wissen. Das ist ganz praktisch. Da könnte man ja theoretisch den Drehwinkel noch mit angeben, um den Text meinetwegen einzudrehen, auf, wenn man einen schrägen Text haben will. Das brauchen Sie in der nächsten Übung. Ich lasse ihn bei 0 und jetzt kann ich den Text eingeben. Zum Beispiel Hallo. Und wenn ich auf Enter gehe, nochmal, aber jetzt kann ich wieder Hallo schreiben. Hallo 2. Und gehe wieder auf Enter. Mach mal Hallo 3. Jetzt wieder Enter. Jetzt hat er mir quasi drei verschiedene einzeilige
Texte erzeugen. Das sehen Sie, wenn Sie hier draufklicken, sind das alles, sind das verschiedene Texte. Und die können Sie natürlich auch jetzt über die Eigenschaftenpalette wieder ändern. Das sehen Sie hier, ähnlich wie bei der Bemaßung, bei vielen anderen AutoCAD-Elementen können Sie über die Eigenschaftenpalette jetzt hier reingehen und das Ganze ändern. Sie können hier unabhängig vom Bemaßungsstil, weil da können Sie ähnlich viel einstellen, hier eine andere Höhe eingeben. Zum Beispiel kann ich sagen, okay, das ist 5. Dann können Sie Ihren Drehwinkel eingeben, zum Beispiel 30 Grad. Sie können auch eine Neigung eingeben, zum Beispiel 10. Ja, da ist es schräg. Und Sie können das sogar rückwärts machen oder auf dem Kopf. Sieht dann so aus. Oder rückwärts. Sieht dann so aus. Ja, solche Spielereien können Sie mit Texten machen. Was Sie allerdings nicht haben, Sie haben hier keine weiteren Möglichkeiten, was einzustellen. Das ist ein bisschen rudimentär. Wie gesagt, es ist auch eine ältere Version. Oder es ist die älteste Version im AutoCAD Text zu erzeugen. Die modernere Version ist der sogenannte mehrzeilige Text. Der macht jetzt auch in unserem Fall mehr Sinn, da wir hier so einen Textblock haben für den Raumstempel, weil das soll halt zusammengehören. Wenn ich das später verschieben will, dann möchte ich nicht das Wort Raum hier haben und die Fläche irgendwo anders, sondern das soll quasi ein zusammenhängender Text sein. Deswegen verwende ich hier keinen einzeiligen Text, sondern mehrzeiligen Text. Ich lösche das nochmal raus. Gehe jetzt hier auf mehrzeiligen Text. Und habe mir jetzt schon mal gemerkt, dass die Schriftgröße 7 ziemlich groß war. Deswegen gehe ich hier mal rein und sage, ich wähle mal die Schriftgröße 2,5. Und hier habe ich jetzt schon mal das Ganze abgesetzt, was ich eigentlich gar nicht wollte. Deswegen gehen wir auf Abbrechen. Also gehe auf mehrzeiligen Text. Jetzt will er wissen, wo soll er hin. Dann sage ich hier, naja, ich setze den hier mal so in die Mitte. Und ziehe jetzt hier so ein Fenster auf. Sehen Sie schon mal einen Unterschied zum einzeiligen Text. Im Übrigen haben Sie jetzt hier auch noch verschiedene Parameter. Sie können jetzt hier die Höhe einstellen, Sie können ausrichten, Sie können die Ausrichtung einstellen, das heißt Mitte, links, rechts und so weiter, den Zeilenabstand, Sie können das drehen, Sie können einen anderen Stil einstellen, Sie können die Breite, die Spalten etc. Das können Sie auch im Nachhinein machen. Ja? Wenn Sie das jetzt am Anfang nicht wissen, so wie ich es jetzt hier mache, können Sie es auch einfach übergehen. Also ich setze es jetzt hier einfach auf, ab, in dieser Form. Und jetzt geben Sie hier, jetzt kriegen Sie auch so ein Fenster, wo Sie hier verschiedene Werkzeuge haben. Sie sehen, 7 ist relativ groß, das tun wir gleich mal ändern. Auf 2. Und jetzt fange ich ja mal an, Raum 1 zu schreiben. Ein Doppelpunkt. Und jetzt haben Sie sogar noch mehrere Werkzeuge als beim einzeiligen Text. Zum Beispiel können Sie jetzt hier noch das Ganze ja, unterstrichen machen, bold. Sie haben quasi eine neue Registerkarte bekommen, die halt nur beim mehrzeiligen Text, bei dem moderneren Werkzeug, quasi zur Verfügung steht, wo man noch viel mehr Einstellungen vornehmen kann. Formatierung, Absatz etc., Spalten und so weiter. Ich schreibe jetzt hier mal weiter. Ich sage jetzt hier Fläche, Doppelpunkt und schreibe mal rein 17,81 Meter ins Quadrat, also Alt, Graph und 2. Und jetzt habe ich ein Sonderzeichen erzeugt und dann auch Umfang, Doppelpunkt und das lasse ich mal aus. Oder ich schreibe mal 17,00 Meter. Man kann jetzt als Punkt oder als Komma schreiben, je nachdem, was denn für Sie besser ist. Ich dachte, nehme vielleicht das Komma mit rein. Die deutsche Schreibweise sollte man vielleicht verwenden, nicht die englische. Das ist ein bisschen irritierend, wenn man mit AutoCAD arbeitet. Ist es immer ein bisschen ja, unschön, immer die zwischen deutscher und englischer Schreibweise wechseln zu müssen. Hier kann man noch formatieren. Zum Beispiel könnte ich hier sagen, Raum mache ich doch ein bisschen größer, nämlich 2,5. Ich markiere das vorher und sage hier 2,5, mache das Ganze bold und unterstrichen. Könnt jetzt hier auch noch eine Leerzeile einfügen oder je nachdem, was Ihnen besser gefällt. Sie könnten hier die Ausrichtung noch bestimmen, das finden Sie hier, Symbole eintragen und so weiter. Lineal einblenden für irgendwelche Tab-Stops etc. Auch hier können Sie noch unabhängig vom Beschriftungsstil noch eine andere Schriftart wählen. Auch das ist ganz witzig. Also da können Sie ein bisschen rumspielen. Wenn Sie mit so mehrzeiligen Texten arbeiten. Ich möchte das Ganze ein bisschen abkürzen und gehe auf OK und habe jetzt hier meinen Text erstellt. Jetzt werden Sie sagen, naja, die Fläche habe ich jetzt einfach so abgelesen. Das ist natürlich ganz praktisch für dieses Übungsbeispiel, aber wie ist das, wenn ich jetzt in der Praxis bin? Ja, in der Praxis habe ich natürlich nichts zum Ablesen, sondern habe jetzt den Raum meinetwegen selber vorher designt, also entworfen und möchte jetzt die Fläche wissen. Und da gibt es verschiedene Varianten. Die eine ist, Sie gehen einfach zurück in den Modellbereich und wenn Sie sauber mit Pull-Linien gearbeitet haben, dann klicken Sie einfach diese Pull-Linie an, gehen auf die Eigenschaftenpalette und finden jetzt hier ganz unten
die Fläche. Natürlich in den Zeicheneinheiten, die Sie verwendet haben. Schauen wir, ob die uns hier angezeigt werden. Nein, jetzt können wir sagen Dezimal. Okay, das bringt ja nichts, die Einheit. Die können wir da ausmachen. Da müssen wir hier reinschauen. Und da, das waren Zeicheneigenschaften. Das ist hier. Einheit. Und da haben wir Zentimeter. Wenn es denn kommt, ja. Zentimeter. Und deswegen zeigt uns auch in Zentimetern an. Was Sie auch machen können, wenn Sie jetzt nicht mit Polylinien gearbeitet haben, was ich allerdings empfehle, ja, das habe ich hier gemacht, ich habe jetzt eine Raumbegrenzungslinie als Polylinie gezeichnet, können Sie auch das Abfragewerkzeug verwenden. Da gehen Sie hier einfach auf Start, dann auf Dienstprogramme und dann finden Sie hier unter Messen die Möglichkeit, Flächen zu ermitteln. Und jetzt gehe ich rein, sage hier Objekt und klicke auf meine Polylinie. Okay, das ist eigentlich dasselbe. Ja. Und dann bekomme ich hier die Fläche oder Sie gehen auf, ich gehe wieder auf Exit und mache das Ganze nochmal. Also ich wiederhole den Befehl mit der Leertaste. Und diesmal mache ich das Ganze jetzt mal ohne Objekt. Na, ich muss jetzt wieder, wenn ich Leertaste übrigens auch wähle, dann geht er auf Abstand, nicht auf Fläche. Deswegen muss ich jetzt hier reingehen und sage, ich möchte allerdings den Flächenbefehl haben, nicht Abstand. Und klicke jetzt einfach die Punkte ab. So, so, so und sage Enter. Jetzt bekomme ich hier auch meine Fläche angezeigt. Also die Varianten gibt es und so kann man das ermitteln und könnte das dann theoretisch dann hier einfach händisch eintragen. Der Nachteil ist bei dieser Variante, wenn Sie es händisch eintragen und Sie ändern das, dann müssen Sie es quasi immer wieder neu ermitteln und wieder neu eintragen. Eleganter ist, Sie greifen diese Flächeninformationen direkt als AutoCAD ab und fügen das als sogenannten Autotext bzw. als Feldfunktion in Ihr Textfeld, in Ihr Text in den mehrzeiligen Text ein. Und das werde ich jetzt mal demonstrieren. Ich klicke jetzt mal hier rein. Ich klicke den Text an, dann sehen Sie hier die Griffe. Sie kommen normalerweise, wenn Sie den Text doppelt dann draufklicken, in Ihr Textbearbeitungsregisterkarte. Sie können natürlich auch das über die Eigenschaften zum Teil lösen. Da sehen Sie hier, haben Sie jetzt ähnliche Eigenschaften, wie Sie die auch von dem einzeiligen Text kennen. Sie sehen, es ist ein mehrzeiliger Text, aber wenn Sie jetzt doppelt draufklicken, dann haben Sie hier wieder Ihre Texteditor-Registerkarte auf und könnten jetzt hier arbeiten. Wichtig ist, wenn Sie jetzt doppelt draufklicken, das ist ein Fehler, der bei dieser Übung ganz gern gemacht wird, achten Sie darauf, dass Sie wirklich auf den Text doppelt draufklicken und nicht daneben, weil dann kommen Sie hier in diesen in den Modellbereich rein, was ich von einem anderen Tutorial schon gezeigt habe. Und das ist natürlich ein bisschen gefährlich. Wenn Ihnen das passieren sollte, kein Problem, dann können Sie hier unten umschalten oder Sie klicken einfach hier daneben, dann kommen Sie wieder raus. Ja, also doppelt auf den Text geklickt. Und jetzt lösche ich das mal hier raus und füge jetzt eine sogenannte Feldfunktion ein. Das heißt, ich möchte jetzt die Fläche als in meinem AutoCAD abfragen und dann immer automatisch aktualisieren lassen, wenn sich irgendwas ändert. Also, Sie finden hier die Feldfunktion, das heißt Schriftfeld im AutoCAD. Und dann klicken Sie drauf. Das dauert eine Weile, das aufgeht. Und jetzt sehen Sie also die alle möglichen Formen von Autotexten, die Sie in Ihrer Zeichnung darstellen können, in Form von Text. Zum Beispiel können Sie den Autor abfragen oder den Anmeldename oder alles Mögliche, das Datum, Dateiname etc. etc. Ich gehe mal hier auf Objekt, denn ich möchte ein Objekt Information abfragen, also Objekte, zum Beispiel eine Pull-Linie. Gehe dann hier auf benanntes Objekt, nee, auf Objekt und wähle jetzt hier das Objekt aus, indem ich auf das Auswahlwerkzeug gehe und klicke diese Pull-Linie an. Jetzt sehen Sie hier, hat das Objekt erkannt, das ist Pull-Linie und zeigt mir jetzt die Eigenschaften an, die ich als dieser Pull-Linie, die ich jetzt als Text hier darstellen könnte. Zum Beispiel habe ich hier die Länge oder auch die Fläche. Gehe dann hier auf Fläche und habe jetzt hier eine Vorschau, wie das jetzt aussehen würde, würde ich das Ganze jetzt hier als Text einfügen. Momentan seht ihr das so aus. Ich gehe mal auf OK, damit Sie das sehen, was dann passiert. Und das gefällt mir natürlich nicht. Diese Einstellung ist noch, die Voreinstellung ist für mich nicht brauchbar. Deswegen gehe ich jetzt doppelt hier drauf, Doppelklick. Und gehe dann hier auf die Dezimaleinstellung, das passt. Dann sage ich aktuelle Genauigkeit, dann sage ich, okay, ich möchte zwei Stellen nach dem Komma haben. Sieht schon mal so aus. Dann kann man hier noch das Format einstellen und hier ist noch der Umwandlungsfaktor drin. Den lasse ich mal bei
1 beziehungsweise Umwandlungsfaktor, aufgepasst, wir müssen das Ganze ja umrechnen von Zentimeter in Meter ins Quadrat. Das dürfte 0,001 sein, also na, da fehlt noch eine 0, also 100 ins Quadrat. Ja, von Zentimeter in Meter sind es 100 und Quadratmeter wäre dann quasi Quadrat. Hier sehen Sie jetzt das Suffix, da möchte ich hier ein Meter Quadrat haben. Altgraph 2. So, dieses hoch 2 bekommen Sie mit der Tastenkombination Altgraph und 2. Und die Trennung ist ein Komma, deutsche Schreibweise. Ja, und dann gehen wir auf OK. Wieder auf OK und jetzt haben wir das entsprechend eingefügt. Sie sehen, das ist so ein graues Feld, grau hinterlegt. Wenn Sie jetzt hier rausgehen, dann ist daran erkennen Sie, dass das ein Textfeld ist. Das heißt, ich werde dann gleich nochmal zeigen, wenn Sie jetzt den Text, dieses Objekt ändern, wird der Text auch mitgeändert. Bevor ich das demonstriere, werde ich noch den Umfang machen. Also nochmal Doppelklick hier rein, lösche das hier wieder raus, gehe wieder auf Schriftfeld, wähle, das ist noch voreingestellt, Objekt, wähle wieder meine Polylinie aus. Dann sage ich in dem Fall, die Länge möchte ich haben. Aktuellen Einheiten ist, gehen wir auf Dezimal, Genauigkeit sind 2 Stellen nach dem Komma, Format, Umwandlungsfaktor wäre dann das Ganze in Zentimeter oder machen wir es in Meter. Machen wir es in Meter, also lassen wir es auf 1. Und hier schreiben wir dann einen Meter dahinter. Alt, Umwandlungs ist nicht 1, sondern 0,01. Jetzt stimmt es. Also müssen wir jetzt von Zentimeter Meter umrechnen, das war ich ein bisschen irritiert. Jetzt stimmt das auch. Ich mache noch ein Leerzeichen rein. Dann die Dezimalstellung ist Komma, das passt auch. 1000 ist auch, schauen wir uns das ja an, 17,0, das passt. Und wir gehen auf OK. So, wie versprochen, möchte ich jetzt zeigen, dass sich das mit ändert, wenn ich jetzt die Pull-Linie ändere. Dazu mache ich mal Folgendes: Ich gehe jetzt mal nicht bewusst in den Modellbereich rein, sondern mache jetzt mal Doppelklick in mein Zeichenfenster und könnte jetzt von hier aus was verändern, zum Beispiel die Pull-Linie. Muss allerdings darauf achten, dass dieser Layer gesperrt ist. Werde also den Layer jetzt entsperren, Layerraum. Jetzt die Pull-Linie frei. Jetzt tue ich die Pull-Linie einfach mal so nach hier oben schieben. Ja, machen wir vielleicht ein bisschen schräg. So. Und habe jetzt das geändert in meinem Modell oder in meiner Zeichnung. Klicke jetzt hier wieder daneben, beziehungsweise hier unten auf Papierbereich. Und werden Sie sagen, na, hat sich überhaupt nichts geändert. Aber aufgepasst, Sie müssen die Zeichnung neu generieren. Neu generieren heißt, Sie geben jetzt hier ein Regen All oder wenn Sie auf Drucken gehen, wird normalerweise automatisch immer die Zeichnung neu generiert. Das passiert eigentlich auch, wenn Sie auf Vorschau gehen. Ich gehe mal hier auf Plot Vorschau und dann sehen Sie hier, er hat das entsprechend übernommen. Warum zeigt er mir jetzt den Rest nicht an? Das liegt einfach daran, dass die anderen Layer auf nicht drucken gestellt sind. Ja, die Raumbegrenzungslinie möchte ich ja nicht drucken und deshalb habe ich die auf nicht drucken gestellt. Aber Sie sehen, er hat jetzt hier automatisch die Zeichnung neu generiert. Beim Druck allerdings hier noch nicht. Wenn Sie das ansonsten neu generieren, gehen Sie einfach ein Regen All. Das heißt, regeneriere alles und dann wird das entsprechend geändert. Ich mache die Änderung nochmal rückgängig. Mache das diesmal im Modellbereich. Gehe also jetzt hier rein und ändere das Ganze wieder ab. Jetzt fasse ich das hier an und möchte das jetzt ein bisschen fluchten. Sage jetzt einfach hier Punktfilter Mittelpunkt auf diese Wand. Oh, jetzt hat er das so genommen. Das wollte ich nicht haben. Also so. Oder machen wir es ganz einfach. Wir klicken einfach hier die Punkte wieder in die richtige Position. Gehen auf Plan und jetzt hat es automatisch aktualisiert. Interessant, je nachdem hat er wahrscheinlich automatisch den Regen-All-Befehl ausgeführt. Sie sehen, er passt das automatisch an, das, was ich zeigen wollte, wenn Sie mit solchen Autotexten arbeiten. Im Übrigen können Sie auch so einen Autotext wieder verändern, den Sie einfach doppelt hier draufklicken, dann kommen Sie wieder hier rein und können hier an Ihrem Autotext weiterarbeiten für den Fall, dass er mal falsch gesetzt wurde. Abschließend zur Beschriftung. Sie können mit dieser Art und Weise natürlich jetzt hier weiterarbeiten und den Rest beschriften. Kleiner Tipp, wenn Sie das Ganze etwas eleganter machen wollen, können Sie einfach auch den Text einfach kopieren. Das heißt, Sie haben jetzt das Schriftfeld oder den Raumstempel entsprechend eingestellt und
können den ja jetzt wiederverwenden und müssen jetzt mal neu machen. Dazu klicken Sie einfach hier drauf und rechte Maustaste und sagen dann kopieren. Wo haben wir das? Hier. Und kopieren den Text dann einfach hier rüben rein, hier rein, hier rein. Hier sehen wir schon, wir haben ein Problem mit der Größe, aber das können wir einfach lösen. Und hier können wir auch mal, oder lassen wir das mal so. Jetzt klicke ich hier nochmal rein und mache den Raumstempel hier kleiner. Also wähle ich den Text aus und sage hier, das soll meinetwegen 2 sein und das hier unten 1,5. Dann sollte das immer noch zu groß, also haben wir hier 1, halt auswählen und hier die 1, will er nicht. Jetzt hat er es. Und hier von mir ist die 1,5 hier oben. Gehe auf Texteditor schließen. Jetzt soll die Größe passen. Und schiebe das hier noch ein bisschen in die Mitte. So, jetzt wenn die Größe passt, kopiere das Ganze nochmal. Also gehe jetzt hier auf Kopieren und kopiere das Ganze mit dem Ortho, damit das auch in derselben Position ist, in der X, in der Y-Richtung. Hier drüben hin und dann nochmal hier unten rein, mache das Ortho wieder aus. Und hier muss der Text noch gedreht werden, dazu klicke ich ihn an und gehe jetzt in die Eigenschaftenpalette und sage hier eine Textdrehung von 90 Grad. Und was Sie jetzt noch machen müssen, ist natürlich das Ganze noch ändern. Und wenn Sie wollen, dass die Texte alle gleich aussehen, also von der Größe her, können Sie auch sagen, okay, ich gehe jetzt hier auf Eigenschaften übernehmen. Das ist hier und übernehme jetzt die Eigenschaften hierher. Oh, das war gerade ein blödes Beispiel. Also ich klicke hier drauf, sage Eigenschaften übernehmen. Aber ich fürchte, dass das hier draufklicken, dann Eigenschaften übernehmen. Und Sie sehen, die Textgröße kommt da leider nicht mit, weil natürlich diese Eigenschaften ja explizit hier drinnen eingestellt werden. Hier und nicht in der Eigenschaftenpalette. Ja, da ist die Eigenschaft nämlich, die Texthöhe noch eine andere, nämlich 2. Und deswegen kommt diese Eigenschaft nicht mit. Ja, das müssen Sie dann von hier aus machen. Den jetzt hier reinklicken. So, also Doppelklick. Schöner Vorführeffekt, also jetzt hier reingeklickt. So, jetzt klicke ich hier rein und wähle hier das aus, finde hier anpassen und kann allerdings von hier aus das nicht anpassen. Ja, das geht leider nicht, weil das Anpassen-Werkzeug funktioniert nur innerhalb meines, also in dieser Form könnte ich jetzt sagen anpassen und dann hier rüberziehen. Das würde gehen, aber Sie können jetzt mit diesem Anpassen-Werkzeug nicht von hier rüberkommen. Also deswegen war mein Tipp, gehen wir auf rückgängig, dass Sie möglichst hier einen Raumstempel sich erzeugen, der dann passt für alles. Ich hätte besser hier anfangen sollen und dann kopiere ich mir den in die anderen Räume und ändere ihn bloß noch ab. Das ist, glaube ich, die schnellste Variante, sofern Sie wollen, dass alle Raumstempel gleich aussehen. Okay, ich glaube, jetzt habe ich genug gesagt zum Thema Text und gebe Ihnen jetzt die Möglichkeit, das selber auszuprobieren.